Ahoi und herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Was stehen wir hier rum? Na, ich begrüße gerade. Bitte, Entschuldigung. Ja, wir sind auf der Suche, beziehungsweise auf dem Weg zu Tante. Gut gemacht! Keine Ahnung, wie das ist. Unsere Tante, um sie zu retten. Und dann nehmen wir auch die beiden Pfeife los und hauen Leute um. Ja. Jetzt kann ich glücklich sterben. Ich habe endlich einen Finsterling gesehen. Hey. Los. Ist so kalt. Das ist besser, damit das länger hält. Der Wirt ist da drüben! Mit dem Schmelz! Ich glaube, ich muss mir gleich mal den heiligen Knopf abholen. Der Verrückte. Leufo. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Die Typen sind wie ein paar Scheißkakerlaken hier eingefallen. Die sind irre. Und du nicht? Ich bin noch am Leben, oder? Anders als diese schwächlichen Penner, wenn ich mit ihnen fertig bin. Geh besser nach oben, Boss. Ich hab hier unten alles im Griff. Hat mich nicht so stark erwischt. Ja, ich sehe schon. Der Aufzug kommt runter. Hier darf keiner rauskommen, Jackie. Jackie, ich bin's, wenn ich nicht schießen! Herr im Himmel, Boss, das ist ein Irrenhaus da oben. Deine Tante Sarah hat sich im Schutzraum verschanzt. Wir müssen da rauf, sofort. Ihr geht hoch. Ich halte hier unten die Stellung. Ja. Ach, ich kann gar keine Waffen wechseln. Ich wollte gerade gucken, ob ich genug hab, aber... dann nicht. Gut, gehen wir hoch. Hey, Jackie! Das ist bisher der beste Tag der Woche. Okay. Na, wenn dem so ist. So, ich glaube, ich nehme mal die UMP jetzt. Oder ich nehme den Karabiner, warte mal. Hä? So wollte ich das genau. Okay. Warte mal, leckt das hier ein bisschen, oder? Dunkle Rüstung haben wir schon. Mal kurz gucken. Bodenschmetterer. Wie war das? MPN. Genau, das wollte ich verlängern. Was ist das überhaupt? Achso, ich hab nur 700 noch was. Achso, ja. Dann machen wir das später. So. Jackie! Gott sei Dank, du hast es zurückgeschafft. Wir stecken tief in der Scheiße. Wieso, was ist denn los? Achso. Sprich mit mir, Johnny. Womit habe ich es hier zu tun? Das Siegel auf dem Umschlag, den du bei Swifty gefunden hast, er gehört zur Bruderschaft. Zur was? Sie waren ursprünglich die Hüter der Finsternis. Die Bruderschaft ist die verdammte Elite der Geheimbünde. Sie werden von einem gewissen Victor Valenta angeführt, ein Hohepriester, sowas wie ihr Adel. Er ist kein guter Mensch, verstehst du? Klar, ich kenne das Arschloch. Er hat mich mit irgendwas bearbeitet. Das Ding hat die Finsternis aus mir rausgesaugt. Das kann nur ein einziges Ding. Der Gral des Archimedes. Jesus, ich dachte, das Ding wäre für immer verschwunden. Hatte ich gehofft. Was zum Teufel? Das ist das Gerät, mit dem die Bruderschaft die Finsternis gefangen hielt.
Es wurde vor tausenden von Jahren geschaffen, durch dunkle Magie. Es kann die Essenz der Finsternis binden. Entweder entreißt es sie dir, oder es verstärkt die Essenz, die in dir ist. Das Ding ist mächtig, Jackie, und gefährlich. Wenn sie den Gral haben, ist das schlecht, wirklich schlecht. Die Finsternis in den Händen der Bruderschaft? Ja, wer weiß, aber es ist sicher nicht gut. Okay, okay, ich kapier's schon. Du bleibst hier. Ich werde die Pisser von ihrem Leiden erlösen. Alles klar, dann ab die Post. Oh. Jackie, heilige Scheiße, bin ich froh, dich zu sehen. Wir haben diese Typen nicht kommen sehen. Sie sind in die verdammte Küche gekommen. Was? Wer zum Teufel sind die Typen? Die sehen nicht so aus, als würde ich sie kennen. Jackie, wir müssen dich hoch zu deiner Tante Sarah bringen. Hey, pass da draußen auf dich auf. Du auch, Vinny. Sei vorsichtig, klar? Ich glaube, sie sind alle weg. Los. Los geht's. Na, dann mal los. Mach sie fertig. Es ist eine Rache. Ich sehe den Wirt. Brauche Deckung. Die Haut runter. Diesen Fensterling hast du. Wird nicht mehr so hübsch. Da hinten. Ich brauche Feuerschutz! Verdammt, ich hab den. Scheiße! So. Warum? Warum denn nicht? Ach so, nö, brauchen wir nicht. Nein! So. Zermalm sein Gesicht! Ich hab jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen hierher zieht. Oh, geht's. Wo ist mein Schild? Alter! Bis her! So, die ist leer, Mist. Auf der anderen Seite des Raums! Es ist Jackie! Nicht mehr! Scheiße! Oh, jetzt ist er gar nicht mehr. Welchen Licht? Wo ist er denn? Mehr Munition! Ja, das habe ich jetzt gesagt. Dieser hier trägt die Finsternis! Oh, was ist jetzt? Komm ich da so rein, oder? Wo willst du denn hin? Was ist hier? Ein
Finsterling ist unterwegs! Ich kann mich nicht bewegen! Nein. Wirklich, dass er sich vor uns allen verstecken kann? Komm doch rein, ich bin doch gar nicht. Jetzt zeige ich dir, dass ich dich finde! Hey. Was machst du denn da? Unfassbar. Ich sehe. Also dieses kleine Blitz. Lauf! Die weg von ihr. Ich weiß nicht, ob ich da was gegen machen kann. Das ist ein bisschen. Der ist weggerannt! Wo ist er denn jetzt hin? Ach so, das war das Licht hier. Okay. Ich dachte, der hätte jetzt so einen unzerstörbaren auf der Schulter. Nicht sehr schön. Gut. Zieht ja nach, ne? Muss ich mal kurz was gucken. Einen Moment bitte. Nehmen wir hier die Sachen aus. Ich weiß nicht, ob schon wieder irgendwas aktualisiert oder nicht. Ich glaube, ich muss das hier. Jackie, deine Tante Sarah ist oben in deinem Schlafzimmer, eingeschlossen im Schutzraum. Sie wollen die Tür aufbrechen. Wir müssen sofort los. Geht ab! Jackie, was ist zu deiner Tante Sarah? Wer sind diese Scheißkerle? So eine Panzerung habe ich noch nie gesehen. Was zum Teufel wollen Sie, mein Boss? Ich sehe den Träger! Hier ist nicht! Jackie, ich brauche echt Punkte, damit das dann länger dauert, weil das ist ziemlich geil. Hä? Ist der runtergesprungen und dann ist dann einfach wieder hochgeschossen? Ist er verschwunden! Zieh doch hier! Sehr schön. Schön traurig. Hat er ihn das langsam mal? Hier ist auch nichts. Schaffe. Halte dich vom Licht fern! Das war eine Fleischsprengung. Mit den Herzen auch ein bisschen Munition einsammeln. Jackie, nein! Oh Kind, du wirst das hier überstehen. Du weißt, dass du das schaffst. Und dann... Nein! Das war ein Fehler, Jackie. Jackie! Hilf mir! Bitte! Wach auf! Komm schon, Jackie, wach auf! Es ist alles okay. Na bitte! Du hast es geschafft! Du bist aus dem Bett gefallen. Du hattest eine harte Nacht, Jackie. Wieder keine Medikamente genommen, Kumpel? Vinny, ich...
Ich verstehe nicht, was hier los ist. Ist das die Hölle? Okay, das ist mal was Neues. Das ist die Finsternis, oder? Das ist eine Art Trick. Komm schon, Jackie, jetzt fang nicht schon wieder damit an, okay? Die Finsternis gibt es nicht. Sie ist nur in deinem Kopf. Was? Tut mir leid, Kumpel. Ich weiß, das alles verwirrt dich. Du hast diese schlimmen Träume, weil du krank bist. Du musst uns helfen, dich wieder auf die Beine zu bringen. Ich sag dir was. Du gehst vor dem Frühstück zur Arzneiausgabe und ich sag dem Doc, dass du gut geschlafen hast. Und da sind wir schon wieder in der Anstalt. Mit rasierten Haaren. Und alles in Ordnung, Kumpel? Geht so. Leidet wegen dir. Jackie, ich bin so stolz auf dich. Danny, es tut mir leid. Will ich nicht verlieren. None of this is real. Und alles in Ordnung, Kumpel? Was? Bring us the Siphon? Bring us the Siphon? Bring us... Wie ein Siphon? Brauche ich hier noch ein Siphon, oder was? Und alles in Ordnung, Kumpel? Kannst du mal die Klappe halten. Was? Everyone in the mansion. Come to the Thailand, oder was? Genau so, Kumpel. Du machst das hervorragend. Du nervst. Bin dir das schon mal gesagt? Der andere Windy ist besser. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Beruhigen Sie sich, Mr. Walker. Was zur Hölle passiert mit mir? Das frage ich mich auch gerade. Nicht hier raus? Bett? Oh, Hausmeister. Hallo. Warte mal, steht da Siphon drauf? Ne, da steht Sino drauf. Broke Your Heart, Foundation of America. Ja, das ist irgendwie gruselig. Jackie, wir müssen hier raus. Er ist manchmal ziemlich verwirrt. Ich würde es gern mit Verhaltenstherapie versuchen. Geben Sie mir Bescheid, wenn er in seine Verhaltensmuster zurückfällt. Okay. Ist das Jenny? Ich fasse es nicht. Das ist Jenny. Hi. Ja. Hm? Ich rufe wegen der Ergebnisse der neuropsychologischen Tests an Adolf an. Ich habe mich nur gefragt, ob irgendwas besonders auffällig war. Okay. Verstehe. Ja, klingt logisch. Ich denke, als die Patrone in seinen Kopf eintrat, hat er Schaden an der Amygdala genommen. Vielleicht noch an anderen Bereichen des limbischen Systems. Ja, er hat Schwierigkeiten, die Realität und das, was er in einem Buch gelesen hat, auseinanderzuhalten. Irgendwas mit einem Kampf. Was? Hi, hier spricht Jenny. Ja, sicher. Ich glaube schon. Ach was. Wirklich? Ach, komm schon. Ich fass es nicht. Bei diesem Gespräch hat sie keinerlei Informationen hinzugefügt. Ich fürchte, er ist in eine noch komplexere kognitive Störung zurückgefallen. Wo ist Adolf? Ich will mit Adolf reden. Da ist Adolf. Ist es schon wieder morgen? Ach so, Dolfo heißt Adolf. Och Mann, hallo. Dolfo, was zur Hölle? Eigentlich will ich malen. Nicht du auch noch. Notiz an mich selbst. Keinen Krieg mehr an zwei Fronten beginnen. Und nicht mehr während des Winters nach Russland marschieren. Oh, und in der Apotheke die Cyanidkapseln nicht vergessen. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass mein Fehler war, gleichzeitig an der Ost- und an der Westfront zu kämpfen. Diese Situation ist nicht tragbar. Daher werde ich sofort die Ostfront schließen. Bitte informieren Sie den Russen, dass er warten soll, bis ich im Westen fertig bin. Mach ich. Das Leben überrascht einen immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Nehmen Sie nur die vernichtende Niederlage der Wehrmacht.
Junge, das habe ich nicht kommen sehen. Der Engländer hat all seine Truppen nach Nordfrankreich verlegt, dazu zwei amerikanische Divisionen. Um diesem offensichtlichen Bluff entgegenzuwirken, soll sich meine gesamte Streitmacht in Süddeutschland sammeln und zum Gegenangriff bereithalten. Das Blatt des Krieges wendet sich zu meinen Gunsten. Das Küchenpersonal hat zugestimmt, jeden zweiten Mittwoch Bockwurst zu servieren und meine Therapiesitzungen wurden auf 5 in der Woche erhöht. Der Sieg ist zum Greifen nah. Bockwurst. Wir müssen an den Stränden und Landezonen kämpfen. Wir müssen in den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Moment, das war von Churchill. Verdammt! Ich frage Sie, was ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches? Hm? Eine Fangfrage! Das Assyrische Reich gibt es nicht mehr! Sie Holzkopf! Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Spielen wir doch mal 4 gewinnt. Aber gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass Sie gegen einen meisterlichen Taktiker wie mich nicht gewinnen werden. Ich werde einen haushohen Sieg erringen und Ihre kleinen roten Kreise mit meinen überlegenen gelben besiegen. Es ist für alle besser, wenn wir das Thema Russland außen vor lassen. Oh, jetzt habe ich es erwähnt. Lassen Sie mich sofort erschießen! Berlin. Ich habe etwas zugenommen, aber die Schlacht am kalten Buffet habe ich gewonnen. Adolf, du bist ein Scherzbold. Ich bin die ganze Woche hier. Geben Sie ordentlich Trinkgeld und probieren Sie das Schnitzel. I'm too sexy for my beard. Too sexy for my beard. And I'm so sexy, it's weird. Nichts ist so herrlich wie der Anblick von Bomben im bayerischen Nachthimmel. Ich liebe den Geruch von Kordit und Schießpulver am Morgen. Ich habe die Theorien über Zeitreisen von Herrn Jenkins gehört. Ich bin überzeugt, dass er etwas im Schilde führt und habe die führenden Reichswissenschaftler darauf angesetzt. Wir werden den Sieg voraussichtlich vergangenen Donnerstag erringen. Sie denken also, Sie hätten einen hohen Sieg errungen? Nun, zur Strafe für Ihre Unverschämtheit haben wir beschlossen, elektronische Techno-Pop-Musik in Ihre Ärsche zu hämmern. Wie gefällt euch das, Schweinehunde? Da stehen die drauf. Und wieder einmal verliert Deutschland gegen eine schwächere Mannschaft. Ich bin davon überzeugt, dass das Ergebnis anders ausgefallen wäre, wenn wir 30mm Kanonen um das Spielfeld errichtet und das zentrale Mittelfeld des Gegners bombardiert hätten. Das hätte wahrscheinlich funktioniert, ja. Lili Marlene. Leider hat es nie funktioniert mit uns. Du warst Sängerin und ich so vernarrt in mein kleines Schnitzel. Notiz an mich selbst. Keinen Krieg mehr an 2 Fronten beginnen. Ja, gut, das hat und nicht mehr während wegtreten, Sie kleines Mistvieh. Ey! Bitte wohl. Sheldon! Sheldon? Also, was geht? Richtig? Wer ist dein Arzt? Was willst du? Geh weg! Ja gut, denke ich halt. Alles klar, damit ich das richtig kapiere. Er sagt, er lebt in einer Art. Seine Augen sind zu nah beieinander. Ach, schade. Komm, erzähl mir was. Irgendwas. Wir arbeiten an einem Plan, hier als Pflaster getarnt wegzukommen. Ja, aber wir wissen noch nicht, ob wir das wirklich abziehen können. Vielen Dank. Hey, hey du. Wer, ich? Nicht du, Arschloch. Er, der mit den Haaren. Ich hab keine Haare. Ich glaube nicht, dass er uns mag. Ich mag ihn auch nicht. Wenn du einen Weg hier rausfindest, dann komm zurück und hol uns. Außer es ist ein Wurmloch oder so. Sei nicht albern. Nur Würmer passen durch Wurmlöcher. Ich hasse diesen Ort. Du nicht? Hey, er hat dich was gefragt. Mein Arzt will mich töten. Klar, jeder weiß, dass Dr. Wick verrückt ist. Er muss wahnsinnig sein. Er meinte, es ging uns schon besser. Ich glaube, man kann sich auf 5 Arten die Schnürsenkel binden. 6, wenn man Vorbeugen mitrechnet. Oh, da ist was dran. Ich weiß nicht, ich rede nicht mit ihm. Aber ich habe schon ein Nickerchen gemacht. Tony, bitte sag mir, dass du weißt, was zur Hölle hier passiert. Lima-Bohnen sind Spione. Scheiße.
Hey, hast du Obst dabei? Magst du die Äpfel? Hm. Oh, die beiden Tratschtaschen. Larry und George. Hier hinsetzen? Nein. If you aren't watching, please turn the TV off. Marzai was learned in the lore of the Earth's gods and had gained a desire to look upon their faces. Be kind. Rewind. Kann ich mit dir quatschen? Ich muss hier hin, ne? Jackie, Dr. James sucht dich. Er möchte mit dir sprechen. Ist schon okay. Du hast keinen Ärger. Geh einfach zu ihm in sein Büro. Frank. Es tut mir so leid wegen Eddie. Meinst du Edward? Er wartet da vorne bei Dr. James' Büro. Geh einfach zu ihm, okay? Alles ist gut, okay? Alles ist gut. Bloß kein Stress, bloß kein Stress. Ach, guck mal. Hey, Jackie, ich hab dieses Ding, das du wolltest. Ist groß. Rede mit mir, Johnny. Was ist das hier? Ein Trick der Finsternis? Das habe ich ihnen gesagt, aber sie haben mir nicht geglaubt. Die haben schmerzende Handgelenke von den ganzen Computern. Ich habe versucht, eine Rakete hier reinzubekommen, aber sie war zu groß. Deshalb gehe ich nicht mehr raus. Johnny. Du musst mir helfen, Jenny hier rauszuholen. Glaubst du, dass hinter allem ein Geheimnis steckt, Jackie? Es ist Dienstag. Nimm einfach deine Medizin, dann geht's Hackbraten. Verdammt! Die Typen im Hintergrund sind einfach der Hammer. Ich fühle mich nicht gut in meinem Kopf. Ich glaube, dass ich nicht alleine bin. Es ist zu hell hier. Wir müssen weiter zusehen. Irgendwas wird passieren. Am Ende wird sich alles aufklären. Kannst du gerade aussehen? Ich kann es nicht. Ich glaube, dass das Licht sich krümmt und manchmal um Ecken geht. Das ist richtig. Und da kommt Jerry. Er ist an der 10-Yard-Linie. Er entkommt einem Tackle. 20-Yard-Linie, 30, 40, 50, 60, 100. Er rennt zur Mitte. Oh, und jetzt auf dem offenen Feld nur noch ein Gegner vor ihm. Ciao. Ja, ja. Jetzt verzieh dich. Wie geht's? Gut, wie siehst du denn aus? Wie heißt du eigentlich? Ist das Lesen? Du solltest Hallo zu Johnny sagen. Okay. Hey, Jackie. Ja, was denn? Hi, Jackie. Ich freue mich, dich zu sehen. Komm einfach vorbei, wenn du was brauchst. Ich kann das leider nicht lesen. Ich glaube, Sally... Wiedersehen. Dienstag haben wir, ne? Meatloaf. Morgen gibt es dann Chicken Soup with Crackers. Dr. James wartet. Aber du bist gestorben. Na, dann fühle ich mich jetzt auf jeden Fall besser. Komm schon rein und sprich mit Dr. James. Nein, ich möchte echt mit meinem Kumpel sprechen. Hallo. Chief? Sprichst du nicht mit mir? Chief? Chief! Hm. Da steht auch noch einer. Der sagt mir irgendwie nichts. Gut, dann gehen wir mal rein. Da kommt bestimmt ein Video. Ich mach mich schon mal weg. Jimmy? Jackie, komm doch rein. Ich hatte schon gehofft, dich heute Morgen zu treffen. Setz dich. Hier hin? Jetzt weiß ich, dass das nicht real ist. Auf keinen Fall bist du Arzt. Das Pflegepersonal hat mir gesagt, dass du dir wieder Sorgen wegen deiner Medikamente machst. Verstehst du denn, warum du die Medikamente nehmen musst? Ich bin nicht verrückt. Das ist nur eine Illusion. Wenn es eine Illusion wäre, könntest du sie verschwinden lassen. Aber das hatten wir ja schon. Du kannst sie nicht verschwinden lassen, weil es keine Illusion ist. Siehst du denn nicht, was passiert, Jimmy? Die Finsternis ist in unseren Köpfen. Meinst du die Stimme, die du hörst, Jackie? Die dich schlimme Dinge tun lässt?
Klingt das denn einleuchtend für dich? Also, ich werde um diese Sachen nicht länger herumreden. Dr. Vic und ich machen uns Sorgen, dass du einfach neue Regeln aufstellst. Mafia-Geschichten sind ja im Fernsehen schön und gut, aber nicht im echten Leben. Du bist nicht der Kopf einer Verbrecherfamilie. Du bist ein Patient in dieser Einrichtung. Und wir wollen dir helfen, wieder gesund zu werden. Mit diesem Ort stimmt etwas nicht. Warum werde ich hier festgehalten? Okay, Jackie, schön ruhig bleiben. Dr. James versucht nur, dir zu helfen. Eddie, was zur Hölle machst du da? Jackie, ich weiß, du bist wütend, aber bitte benutze jetzt mal deine ruhige Stimme. Ich möchte nicht mehr mit deiner Finsternisstimme sprechen. Also gut. Ich möchte mit Jenny reden. Natürlich, niemand hält dich davon ab. Edward, bring ihn zu Schwester Jenny. Komm schon, Jackie. Bleib ganz ruhig, Jackie. Ja, klar. Wenn du das sagst, Doktor. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Jenny. Beziehungsweise machen wir uns mal gleich.